Weil er sagt, ich bin. Und im Alten Testament steht bei Genesis, ich bin, der ich bin. Wir sagen, das ist ein Beweis, subhanallah. Und noch etwas hierzu. In Jeremia 1, Vers, in Jeremia 1 steht, dass Jeremia auch erzählt, dass er in einer Vorschöpfung existiert hat. Und wir wissen, aus dem Koran in Sure 7, Vers 172, dass Gott die Menschen, bevor er sie zu seiner endgültigen Schöpfung auf die Welt gesetzt hat, in einer Vorschöpfung zum Leben gebracht hat. Das heißt, bei Jeremia 1 finden christliche Gelehrte eine andere Interpretation dafür. Warum nicht dieselbe Interpretation bei Johannes 8, Vers 58? Außerdem, wenn darauf hingewiesen werden soll, dass Gott im Alten Testament sagt, ich bin der ich bin, und hier sagt Jesus, ich bin gewesen, bevor Abraham war, dann sehen wir aber, dass in der griechischen Sprache, sagt er bei 858, Iruimi, wenn ich das richtig ausspreche, und im Alten Testament, Septuaginta-Version, steht Iruimi oon. Das heißt, hätten die Evangelisten, weil wir müssen eins wissen, das Alte Testament, was wir jetzt haben, ist circa 200 Jahre vor Christus in das Griechische übersetzt worden. Ja? Die Septuaginta-Version. Und diese Version, die war zur Zeit von Jesus weit verbreitet. Das heißt, die Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, denen war diese Form bekannt. Hätten sie darauf hinweisen wollen, dass Jesus damit Göttlichkeit in Anspruch nimmt oder in Anspruch nimmt, der wahre Gott zu sein, dann hätten sie es genauso geschrieben mit O-On, wie es im Alten Testament steht. Dann weiter. Der nächste Beweis ist Johannes 10, Vers 30. Dort steht, dass Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. In der Bibel, im Koran sagt Allah, وَمَنْ يُعْتِيُ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Heißt das jetzt, dass der Gesandte, dass Mohammed Allah ist? Sondern das heißt, dass der Befehl von ihm kam. Wenn ich sage, ich bin eins, wie ich und mein Freund, der Ibrahim, Thomas, wir sind eins. Was kann das bedeuten? Heißt das, wir sind wesensgleich? Es kann sein, wir sind eins in der Absicht, eins im Ziel. Und hier wird das erklärt, in Johannes 17, Vers 21, dort macht Jesus ein Bittgebet und sagt, macht ein Bittgebet, warum betet er überhaupt zu Gott, wenn er selber Gott ist? Hä? Warum sagt er nicht einfach hier, Abracadabra, zack, das war's. Er betet zu Gott und sagt, damit sie, die Jünger, alle eins sind, so wie du in Gemeinschaft bist mit mir und ich in Gemeinschaft mit dir, dass auch sie in Gemeinschaft mit uns seien. Also mit uns eins sind. Heißt es jetzt, die Jünger sind auch Gott? Die Jünger von Jesus? Nein. Klarer Fall. Dann, Johannes 14, Vers 9. Hier steht, dass Jesus sagt, wer den Vater gesehen hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater, hat Gott gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Erstmal fragen, in welchem Kontext wird das erwähnt? In welchem Kontext wird das erwähnt? Weil aus dem Kontext wird dir klar, dass das nicht damit gemeint ist. Und zweitens, laut christlicher Doktrin, laut christlichem Dogma, ist der Vater nicht der Sohn. Zum Beispiel im katholischen, evangelischen Glauben. Der Vater ist nicht der Sohn. Es sind getrennte, es sind einzelne Personen. Das heißt, rein wörtlich würde das bedeuten, dass der Sohn der Vater ist, laut christlicher Lehre eine Ketzerei. Das heißt, es braucht Interpretation. Ja. Und die Interpretation finden wir in 1. Timotheus 6, Vers 16, wo der Apostel Paulus schreibt, denn kein Mensch hat Gott je gesehen. Denn kein Mensch je gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Dass Gott, Apostel Paulus sagt das, nie gesehen wurde von einem Menschen und dass man ihn niemals sehen kann. Das sagt, wir wissen im Islam, man kann Gott sehen im Jenseits, ja. Aber hier steht es in der Bibel. Das heißt,
dann wäre die Aussage von Jesus laut dem Apostel Paulus falsch oder der Apostel Paulus hat diese Aussage anders verstanden. Das heißt, wer meine Werke sieht, und das betont Jesus auch an der Stelle, das sind die Werke, die ich tue, sind die Werke von wem? Die der Vater, die Gott durch mich tut. So. Fünftens. Johannes 20, Vers 28. Hier sieht Thomas Jesus. Sieht Thomas Jesus. Und sagt, und wundert sich, dass er ihn sieht. Und sagt, mein Herr und mein Gott. Ist das ein eindeutiger Beweis, dass Jesus Gott ist? Nee. Bei mir ist es zum Beispiel schon passiert, Leute sehen mich, also ist ja nicht, sondern nach längerer Zeit oder so, dann sagen die, mein Gott, Mensch, ich habe ja lange nicht gesehen. Der meint aber nicht, dass ich Gott bin, sondern das ist ein Ausruf der Erstaunens. Und noch etwas, dies wird dann in 1. Korinther 8, 4 bis 6 erwähnt. Ja. Dort sagt der Apostel Paulus, denn wenn es auch solche Götter gibt, die Götter genannt werden, da muss man genau zuhören. Ob im Himmel oder auf der Erde, wie es viele Götter und Herren gibt, so gibt es für uns tatsächlich einen Gott, den Vater. Es gibt für uns einen Gott, den Vater. Ja, und dann sagt er, und einen Herrn, Jesus Christus. Mit dem Ausdruck Herrn haben wir keine Probleme, man kann sagen Herr für einen Menschen. Aber was sagt er hier? Er macht ja einen Unterschied zwischen Gott, einen Gott und einen Herrn, Jesus Christus. Das heißt, er kann auch meinen, mein Gott, dass Gott dich wieder gesandt hat, und mein Herr. Ist also auch keine explizite Aussage. Die nächste Täuschung ist in Offenbarung 1,8, wo steht, ich bin der das Alpha und das Omega, also griechisches Alphabet, fängt mit Alpha an, Omega auf, also der Anfang und das Ende. Wenn man aber den Kontext liest, steht dort, der Herr, Gott sagt, ich bin Alpha und Omega, und nicht, dass Jesus das sagt. Ja, dann. 1. Johannes 5, 7, dort steht 1. Johannes 5, 7, drei sind es, und das ist übrigens von den meisten als der stärkste Beweis für die Trinität, gut aufgepasst. Drei sind es, die da Zeugnis ablegen, der Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei sind eins. Der Geist, das Wasser und das Blut und diese drei sind eins. Damit sagt man jetzt Geist, Wasser, Blut, damit ist Trinität gemeint, diese drei sind eins. Das Blöde ist nur, es gibt im Englischen eine Revised Standard Version Übersetzung von der Bibel. Da haben Dutzende christliche Gelehrte die alten griechischen Manuskripte rausgeholt und haben rausgefunden, dass dieser Vers in keinem der alten griechischen Manuskripte vorhanden ist, in den ältesten. Das heißt, wer hat das da reingefuckelt? Interpolation. Hier, kurzer Punkt. Hier, in der katholischen Bibel jetzt, hier, das ist die Einheitsübersetzung, geben Sie das zu, hier steht die Fußnote. Hier ist bei vielen Textzeugen der sogenannte Komma Johanneum eingefügt, das nicht zum ursprünglichen Text gehört. Das heißt, der stärkste Beweis ist ungültig. Jetzt kommen wir kurz zu den ganz klaren Beweisen, dass Jesus nicht Gott ist. Und zwar erstens, im Alten Testament, Numeri 23, Vers 19, kann man alles aufschreiben. Dort steht, Gott ist kein Mensch und Gott ist nicht der Sohn eines Menschen. Was willst du mehr? Gott sagt zu dir, Gott ist kein Mensch und nicht der Sohn eines Menschen. Jesus ist Gott und Mensch, also laut Christentum, also kann er nicht Gott sein. Dann weiter. Alten Testament, Gott schläft nicht, Jesus schläft. Zum Beispiel ist er einmal auf einem Schiff, und es kommt ein Unwetter und die Jünger kommen und wecken ihn auf und sagen zu ihm, oh, guck mal, das Unwetter, und er macht Dua, er bittet Gott, und das Meer hört auf zu beben. Das Problem ist nur, Gott schläft nicht. Warum mussten die ihm erst Bescheid sagen? Wenn Gott schlafen würde, dann wäre das ganze Weltall kaputt.
würde alles zusammenbrechen. Dann, Gott speist nicht. Jesus, laut Bibel, hat einmal Hunger. Und jeder muss selber fragen, ist das mein Gott? Hat einmal Hunger und sieht ein laut Bibel. Und wir sagen, wie gesagt, als Muslime, dass wir glauben, dass die Bibel, die wir heute haben, nicht das authentische Wort von Gott wiedergibt, sondern dass da Fehler mit hineingekommen sind. Ich gebe ein Beispiel. Esra 2, Nehemia 7. Dieselbe Geschichte wird erzählt mit 18 Widersprüchen. Kann man einem gerne vorlegen, kann er gerne widerlegen heute. Kein Problem. Hier. Dann. Er sieht den Feigenbaum und läuft zu dem Feigenbaum. Und dann sieht er an dem Feigenbaum, es sind keine Feigen. Erstmal, wenn er Gott wäre und es all wissen, dann müsste er vorher wissen, dass der Feigenbaum keine Feigen hat. Oder? Nicht lachen, weil vielleicht fühlt sich ein Christ sonst beleidigt. Dann verflucht er den Baum, weil er wütend wird auf den Feigenbaum, verflucht ihn, du sollst ewig keine Frucht mehr. Der Baum fällt in sich zusammen. Das ist eine seltsame Geschichte. Und dann, was sagen die Jünger dann zu ihm? Die Jünger sagen dann zu ihm, ja Herr, es ist doch gar keine Saison für Feigen. Also er wusste noch nicht mal, dass die Saison für Feigen ist. Angeblich. Und uns fällt es sehr schwer zu glauben, dass dies eine authentische Stelle in der Bibel ist. Weil selbst wenn Jesus ein Prophet ist, sieht er hier sehr, scheint es irgendwie ein bisschen, na, ich will nichts dazu sagen. Matthäus 26, Vers 39. Jesus fällt mit seinem Angesicht zu Boden und betet zu Gott oder zu sich selber und sagt, lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber wenn Jesus Gott wäre, dann wäre ja sein Wille zwangsläufig der Wille des Vaters und das Gebet hätte keinen Sinn. Matthäus 27, Vers 46. Als Jesus angeblich am Kreuze gestorben ist, wir glauben nicht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, als Muslime, soll er gerufen haben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann, wenn man einen christlichen Missionar auf der Straße fragt, wie bekomme ich das ewige Leben? Da wird er zu einem sagen, du musst daran glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Gott kam als Mensch Jesus auf die Welt, ist für deine Sünden gestorben. Das heißt, wenn ich Jesus fragen würde zu der Zeit, der ist ja der, der mir am besten die Frage beantworten kann, oder? Es kommt jemand zu ihm, Markus 10, Vers 18, sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jetzt stell dir die Frage, ob Gott diese Antwort gibt. Gott, jetzt sagt Jesus, warum nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst stehlen, lügen und so weiter. Er zählt die Gebote auf. Warum sagt er nicht, du hast schon richtig erfasst, ich bin Gott, ich bin gut und glaube einfach, dass ich für deine Sünden gestorben bin, lass mich auf meinen Tod taufen und ich habe für deine Sünden bezahlt. Warum sagt er das nicht? Warum sagt er zu ihm, nenn mich nicht gut, nenn Gott gut? Dann, wir haben eben schon gefragt, ist Gott allwissend? Ja. Lügt Gott? Nein. Er wird nach dem jüngsten Tag gefragt. Jesus sagt, ich weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Nur Gott weiß, wann der jüngste Tag ist. Hey, was ist hier los, mein Freund? Hey. Was ist los, mein Freund? Schlag ein. Salam alaikum. Sag mal, Masha'Allah. Damit er kein Auge kriegt hier. Alles okay, mein Freund? War der gut? Ja. Okay. Hey, geh mal runter von der Bühne. Sonst stiehlst du mir die Show, Mann. Okay. Eine Frage. Ist Gott abhängig oder unabhängig?
Wer sagt, dass Gott unabhängig ist? Wer sagt, Gott ist abhängig? Jesus sagt in der Bibel, Johannes 5, Vers 30, von mir selber aus kann ich nichts tun. Das ist nicht Gott. Dann, Johannes 14, 28, laut Trinitätslehre sind alle göttlichen Personen gleich mächtig, gleich weise, gleich ewig. In Johannes 14, 28 sagt Jesus, der Vater ist größer als ich. Thema wieder erledigt. Dann, zehnte Sache, Johannes 17, Vers 3, dort sagt er, dies bedeutet ewiges Leben, dass sie fortgesetzt Erkenntnisse in dich aufnehmen über dich, den einen wahren Gott, und über den, den du ausgesandt hast. Das heißt, er macht einen ganz klaren Unterschied, weist darauf hin, dass Gott der wahre Gott ist und dass er ein Gesandter Gottes ist, so wie die Muslime es sagen. Elftens, Matthäus 20, Vers 20 und 23. Dort sagt Jesus, wird gefragt, ja, nach dem Platz neben Gott. Was sagt er? Wenn er Gott wäre, könnte er sagen, ja, ihr könnt neben mir den Platz auf dem Thron einnehmen. Was sagt er? Den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht ich zu vergeben, sondern Gott. Also er sagt ganz eindeutig, dass er nicht Gott ist. Dann, 20 Vers 17. Er sagt, eine Frage, hat Gott einen Gott? Wer einen Gott hat, ist nicht Gott. Gott hat keinen Gott. Gott ist Gott, oder? In Johannes 20, Vers 17 sagt Jesus, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wieder Thema erledigt. Dann, Johannes 14, Vers 24. Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern von wem? Sagt am Ende, das ist das Wort, was mir offenbart wird, von Gott. Wenn er Gott wäre, wäre es aber auch sein Wort. Oder? Ganz klarer Fall. Ich denke, das müsste normalerweise, für mich ist die Sache ganz klar. Ich weiß nicht, ob jemand eine andere Meinung hat. Wenn jemand hier ist, leider die Leute, mit denen wir die Debatte führen wollten, sind heute nicht gekommen. Vielleicht können sich einige vorstellen, warum die nicht gekommen sind. Beim nächsten Mal laden wir in Schade den Papst ein. Aber wenn jemand denkt, dass er die Punkte widerlegen kann, wir geben ihm gerne nach dieser Stunde eine Zeit, eine halbe Stunde auf die Bühne zu kommen und seine Punkte darzulegen. Aber ansonsten sollte sich jeder fragen, wenn er Christ ist, wenn er diese Punkte heute gehört hat, bitte Brüder, es dauert noch etwas, wenn er diese Punkte heute gehört hat, er soll sein Herz fragen und soll die Stellen fragen, hier. Und soll zurück nach Hause gehen, die Bibel lesen. Kann Gott wirklich von dir verlangen, daran zu glauben, dass Jesus Gott ist und er sendet dieses Buch hinab mit Dutzenden von Stellen, Hunderten von Stellen im Alten Testament, die ganz eindeutig zeigen, dass Jesus nicht Gott ist, wenn es bei dieser Frage um Hölle und Paradies geht, kann er, Gott will für dich das Gute. Und deswegen sage ich zu dir, komme zum Koran. Der Koran ist im Jahre 600 von Allah als die letzte Botschaft gekommen, um diese Lehre zu verwerfen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Sure 5, Vers 17, لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Diejenigen haben den wahren Glauben verworfen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Frage dich, wenn ich die Bibel, wenn ich dir den Koran vorlese, und dort steht, Allah, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, nichts ist ihm gleich. Und im Koran steht, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, er, Allah, ist ein Einziger. Allahu Samad, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ, er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, und nichts und niemand ist ihm ebenbürtig. Frage dein Herz,
Frage dein Herz, ist das Gott? Und glaub mir, dein Herz wird sagen, das ist Gott. Weil dein Herz weiß, dass diese Botschaft die Wahrheit ist. Deswegen beschäftige dich damit. Und ist es nicht bemerkenswert, dass der Koran 600 Jahre später genau dieses Konzept, was ganz eindeutig den Menschen aufgezwungen wurde politisch, widerlegt? Deswegen, was hindert einen zu sagen, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer dem einen allmächtigen Gott. Jesus ist nicht Gott, Mohammed ist nicht Gott, die gehören zu den besten Menschen. Gott ist Gott. Kein Mensch, kein Mann, keine Frau. Gott ist Gott. Über unserer Vorstellungskraft. Was hindert dich zu sagen, ich bezeuge dies? Was hindert dich dann zu bezeugen, dass derjenige, der mit dieser Botschaft kam, Mohammed ein Prophet Gottes ist? Wenn dich nichts daran hindert, dann solltest du dies aussprechen. Denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. Keiner sagt mit Wahrhaftigkeit von seinem Herzen, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer der eine Gott. Und dass Mohammed, der Gesandte Gottes, außer Allah für ihn das Feuer haram macht. Deswegen, was hindert dich? Und deswegen, für alle Muslime, die hier sind, und alle Nicht-Muslime, die hier sind, vielleicht will das einer bezeugen. Und deswegen sage ich, für den Muslim, der hier ist, der soll es jetzt auch bezeugen. Und wir stehen alle auf. Steht mal alle auf. Inshallah. Jeder, der das bezeugen will. Wer nicht bezeugen will, der soll ruhig sitzen bleiben. Wer nicht bezeugen will, sitzen bleiben. Und der Muslim soll das machen, mit der Absicht, sich ab heute zu bessern. Ja, und wir sagen das vor. Und wer nicht Muslim ist, der kann das auch sagen, mit der Absicht, in den Islam einzutreten jetzt. Und dann werden alle Sünden von ihm verziehen, er ist auf dem Weg zum Paradies. Keiner ist gezwungen. Okay, ich sage das vor. Eschadu en la ilaha illallah wa eschadu en Muhammadan Rasulullah. Wenn ein Nicht-Muslim aufgestanden ist, hat das vom Herzen gesagt, ist er Muslim jetzt. Es sei denn, er hat das nicht mit dieser Absicht gemacht. Und wenn ein Muslim das gesagt hat, der soll heute diesen Pakt mit Gott neu führen. Weil, Alhamdulillah, ich sehe viele Brüder hier und wahrscheinlich auch viele Schwestern, ihr könnt euch widersetzen, Brüder und Schwestern, die hier sind und die weit weg sind von der Religion. Sage, ich gehe heute raus aus dieser Tür. Und ich will mich verbessern. Ich will ein besserer Muslim werden. Und wenn du als Nicht-Muslim nicht mit dem einverstanden bist, was ich gesagt habe, dann beschäftige dich zumindest mit der Religion. Und wir sind gerne bereit, dir weiter zu helfen. Das sind die Worte, die ich sage. Ich wollte noch auf eine Sache aufmerksam machen. Wir wollen den Islam in Deutschland in jedes Haus reinbringen. Unser Ziel ist es, den Menschen den Islam beizubringen. Auf gute Art und Weise. Und dazu haben wir Dauermaterial hergestellt. Wo ist das? Der holt das jetzt. Und jeder, der hier ist, CDs, ne? DVDs? So. Und wir haben Spendengelder von euch bekommen. Von den Spendengeldern haben wir uns keinen Privatjet gekauft oder sind in die Karibik geflogen, sondern wir haben dadurch solche Dinger hergestellt, Dauerprodukte. Hier, Aufkleber fürs Auto. Aber bitte nur jemand den Aufkleber mitnehmen, der ihn wirklich ans Auto klebt. Nicht, dass einer, ach ja, ich nehme 50 Stück und die werden dann alles, was weiß ich. Weil das kostet uns was. Das ist eine Amana. Und dann haben wir hier DVDs. Das heißt, wenn du heute deinen Freund nicht mitnehmen konntest, hier sind schöne einige Vorträge drauf, die wichtig sind, dann nimm die DVDs mit und gebe jedem eine. Wenn du nicht Muslim bist und du willst dich damit beschäftigen, ja, höre das, sieh es dir an. Und das sind sind mehrere Kartons. Und ihr könnt jetzt vor der Pause, ihr könnt alle nach vorne kommen. Am besten für die Frauen da vorne, für die Männer hier. Ja, damit das nicht so zur Schlägerei kommt oder so. Ja. Visitenkarten, auch ganz wichtig. Dann haben wir hier noch Visitenkarten. Super Methode, Visitenkarte, ja. Du willst mit jemandem über Islam reden?
Du sagst ihm hier eine Visitenkarte, geh mal auf die Internetseite. Nimm dir auf jeden Fall mit. Beste Methode, hier hast du ein Geschenk. Ja?